Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Bruno ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um ein Babyphone mit Videoüberwachungsfunktion. Und zwar von Ntutsk VM430. Das Video-Babyphone, welches nicht über WLAN gesteuert wird. Hier steht zwar 2,4 GHz dran, aber wir brauchen kein Internet dafür, sondern wir haben die Funkfrequenz, also doch die WLAN-Frequenz, aber kein Internet. Denn wir können von der Kamera direkt auf den Babymonitor zugreifen. Wir brauchen also keine App, kein Smartphone, sondern nur dieses Komplettset hier. Und was richtig interessant ist, wir haben natürlich Nachtsichtfunktion, was soweit klar ist, eine Temperaturüberwachung und natürlich ein Mikrofon eingebaut, damit wir auch hören, wenn da drin Lärm ist. Nein, es wird noch viel besser. Diese Kamera lässt sich drehen, schwenken, hoch und runter bewegen. Das habe ich vorher als Babyphone so noch nicht gesehen. Gucken wir mal ganz kurz rein hier in das Set. Sieht ganz normal aus wie eine IP-Überwachungskamera. Da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Dann kommt der kleine Monitor, die Steuereinheit. 4,3 Zoll groß. Ziemlich groß, muss ich sagen. Wenn ich überlege, mein erstes Smartphone hatte 4,5 Zoll. Und dann haben wir noch Wandbefestigung. So, das Ding erstmal an die Seite. Wir haben eine hohe Akkulaufzeit und wir haben zweimal Netzadapter. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, nur der Monitor hatte jetzt, soweit ich weiß, den Akku drin. Wir haben 7,5 Watt, 5 Volt, 1,5 Ampere mit Rundstecker. Das heißt, wir könnten, wenn wir ihn denn haben, zur Not auch eine Powerbank benutzen. Leider ist das jetzt hier direkt so verbaut, dass man das eingebaute Kabel nicht benutzen kann dafür. Das ist sehr ärgerlich. Aber gut, zeige ich euch nochmal eine Alternative, wie man das Ganze ohne Strom aus Steckdose nochmal befeuern kann. So, was haben sie denn hier gemacht? Achso, nee, es passt schon, war richtig rum. So rum sieht es also aus. Wir haben jetzt hinten den Monitor VM430RX, okay. RX steht auf der Packung soweit nicht drauf. 4,5 Zoll, schöner großer Bildschirm. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Oben der Power-Button, hier können wir das gleich nochmal mit dem Menü einschalten. Und ich denke mal, die Lautstärke-Wippe ist dann derzeit noch zu sehen. Hier kommt der Strom später rein. Jetzt gucken wir uns erstmal die Kamera direkt an. Da bin ich jetzt so ein bisschen Hype drauf, weil die Kamera wirklich hier einen Temperatursensor hat. Das sehen wir hier schon mal, das ist das Thermometer. Wir haben hier hinten den Stromeingang. Wir können hier sehen, die Kamera lässt sich darüber tatsächlich bewegen. Sehr gut. Das ist wirklich eine Seltenheit, so was das anbelangt. Und kann man auch hoch und runter fahren. Und wir brauchen halt keine Smartphone-App, die gibt es dafür auch nicht, sondern halt wirklich nur den Monitor dazu. Hier kann man sie an der Wand befestigen, wie wir sehen. 7,5 Watt maximal. Power-Button. Das war's. Ansonsten infrarotgestützt zusätzlich noch. Okay. So, wir haben dann noch eine Anleitung, eine Dankeskarte, dass wir den Artikel haben. Wir gucken mal, die Anleitung sollte ja hoffentlich auch auf Deutsch sein. Das ist ja nun mittlerweile schon Standard für all die, die halt doch nochmal wissen wollen, was direkt los ist. Achso, Seite 11 haben wir schon überblättert. Das ist soweit auch ganz klar. So, dann haben wir jetzt hier direkt alles nochmal auf deutsche Anleitung für die Leute, die es nochmal nachlesen wollen. Wir gehen jetzt aber mal direkt eins zu eins durch, was das Ding so alles kann. Gut, dazu werden wir Folgendes machen. Wir werden erstmal Strom drauf geben. Das machen wir direkt. So, ich habe da wieder mal was vorbereitet. Wie ich ja schon angekündigt habe, kann man das Ding ja auch mit Powerbank betreiben. Habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Wenn ihr solche DC-Stecker habt, also DC-DC, das sind Gleichstromstecker für Laptops aller Art und ein Kabel, dazu benötigt ihr bloß dieses Kabel. Ich versuche es mal zu verlinken. USB-A auf Rundstecker, so vielleicht. Dann habt ihr diesen hier und dann den passenden Adapter. Das ist halt immer schwierig, immer rauszufinden. Ich habe mich jetzt einfach an der Orientierung oder an die Orientierung gehalten, dass die ungefähr einigermaßen gleich aussehen. Das tun sie soweit auch, man sieht es. Dann könnt ihr Folgendes machen, und zwar mit einer ganz normalen Powerbank die Kamera, die keinen Akku hat, betreiben. Machen wir diesen jetzt hier. Achso, wir müssen anschalten. Strom muss kommen. Ansonsten läuft nichts. Wir sehen, Strom. Strom kommt auf jeden Fall schon mal durch. Sollte sich nicht mehr hinterher bewegen, aber wir wollen es ja erstmal so probieren. Wir sehen dann auch 5 Volt, knapp 500 mA. So, der versucht sich jetzt hier noch weiter zu drehen. Er müsste gleich eigentlich erkennen, dass es in der Richtung nicht weitergeht. Ich lasse das Ding hier einfach mal so stehen, dass wir jetzt hier... Ja, genau, jetzt hat er es begriffen. Der orientiert sich jetzt sozusagen erstmal, bis er jetzt einmal rechts, links die Achsen vermessen hat. Dann geht er hoch und runter. In der Zeit machen wir kurz dann hier mal an. Jo, Akku ist also da. Das ist schon mal sehr gut. Guck, schon direktes Live-Bild. So, dann machen wir mal diesen hier. Und jetzt fährt er noch einmal hoch und noch einmal runter.
Und dann müsste er sich sozusagen synchronisiert haben. Perfekt. Hallo, guten Tag. So, auch nochmal wieder runter. So. Ah, und jetzt höre ich mich auch schon direkt im Echo-Modus. Wir machen mal ganz kurz lauter. Hallo. So, da darf man aufpassen, dass es keinen Echo-Effekt gibt. Aber ihr hört, hier aus dem Lautsprecher kommt meine Stimme schon direkt raus. Live-Übertragung ist also schon mal da. Ja. Schnell mal wieder leiser machen, sonst übersteuert das Ganze hier. Ihr seht, was jetzt hier gerade so passiert. So, wir machen mal ganz kurz Düsen hier. So, da geht es hinten weiter. Ja, da haben wir jetzt also schon mal das erstbeste Bild. Das ist schon mal eine sehr coole Sache. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier steuern können. Ist das nicht genial? So, wir haben 21 Grad, sagt er mir. Da, ihr seht es, 21 Grad werden auch nochmal angezeigt. Der Akku ist voll. Ich kann die Steuerung jetzt hier so einfach ablesen. Oh, das sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Wir haben eine Zoom-Funktion, wie ich gerade sehe. Das ist ja praktisch. Okay, das geht also einmal. Also Standard. Einmal. Ist wirklich nur einmal. Okay, hätte ja sein können, dass da noch ein bisschen was geht. Können wir jetzt hier. Kamera können wir steuern, auch im Digital-Zoom-Modus. Das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Ihr seht ja, das Thermometer steht da hinten eigentlich. Das ist echt praktisch. So sieht das Standardbild dann an der Stelle aus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch Schönes haben, wenn wir OK drücken. Da passiert gar nichts. Einmal kurz den Bildschirm ausschalten und dann habt ihr Standby. Wir müssen das Gerät halt nicht die ganze Zeit gedrückt halten, um auszuschalten, sondern einmal nur kurz andrücken. Da haben wir die Kamera. Wir könnten, oh ja, einige Kameras hinzufügen. Das ist sehr praktisch. Das finde ich sehr cool als kleine Zentrale. Wenn ihr jetzt mehrere Räume überwachen wollt, dann ergibt sich das Ganze natürlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz herausfinden. Ach ja, hier ist ja auch noch ein. Genau, ein Ständer drin. Das heißt, ihr braucht das Ding natürlich nirgendwo gegenlehnen, sondern das hält von alleine. Eine sehr coole Alternative. In Verbindung, wie gesagt, mit dem kleinen Powerbank-Trick, den ihr jetzt hier gerade gesehen habt, ist das Ding überall einsatzbereit. Ihr braucht kein Internet dafür, ihr braucht keinen Hotspot, ihr braucht bloß eine Stromversorgung in dem Moment jetzt hier zur Kamera. Und dann soll das Gerät jetzt hier eigentlich auch ziemlich weit reichen. Wie weit, das werde ich natürlich erst noch mal ausprobieren müssen. Wir gucken mal ganz kurz, was heißt View. Also, jetzt könnte ich hier durchschalten, welche Kameras es hier noch gibt. Ich habe jetzt ja nur die eine hier. Also, ja, das hat er verstanden. Wir gehen noch mal drauf. View kann ich also normaler. Ach so, ja, er weiß, dass ich halt nur die eine Kamera habe. Ich müsste sonst 2, 3, 4 noch scannen. Dann könnte ich hier durchschalten, wenn es möglich wäre. Ziemlich cool. Ich kann jetzt Einschlaflieder spielen für das Baby, den Hund oder wen auch immer. Wir hören mal kurz rein. Wir haben hier eine Lautstärkensteuerung. Wie steuere ich das? Und wie mache ich die Lautstärke hoch und runter? Das ist die Frage. Ist ja eine geile Idee. Ach so. Hier unten wahrscheinlich. Ja, so einfach geht's. Das heißt, ihr habt jetzt die Melodien, 5 Stück an der Zahl. Wenn das mal keine coole Idee ist. Ihr seht das nochmal direkt drauf. Die Lautstärke kommt hier vorne raus aus der Kamera. Zumindest dürft ihr es nicht bewegen, wenn der Stecker ist. Das ist ja auch nur improvisiert von mir. Wir machen jetzt mal ganz kurz einen Cut. Und zwar seht ihr gerade, was passiert. No Link. Jetzt habe ich gerade was Lustiges rausgefunden. Jetzt ist ja die Stromverbindung wieder hergestellt. Ich habe nichts gedrückt. Automatisch wird die Melodie sozusagen fortgesetzt, die jetzt hier eingespeichert war. Das heißt, wenn ich jetzt die wieder umschalte auf, welche habe ich jetzt? Die? Das war die 2, jetzt kommen die 3. Melodie 4 wird auch hier oben im Display jedes Mal angezeigt. Ziemlich cool. Sehr genial gelöst. Okay, Melodie 5 hören wir auch nochmal rein. Was schön ist, der Klang ist für die kleine Größe relativ ausgeglichen. Das finde ich echt gut. Das ist echt eine coole Idee. Und das Schöne daran ist, hier kommt automatisch wieder ins Hauptmenü rein. Wir gehen nochmal zurück auf Stopp. Ich könnte jetzt auf All Repeat drücken und dann hättet ihr sozusagen eine Wiederholungsschleife von all den Melodien, die jetzt laufen würden. Wir machen mal ganz kurz All Repeat. Der spielt dann alle Melodien durch, von 1 bis 5 und das immer und immer wieder, bis ihr das Ganze ausschaltet. Das ist praktisch und durchdacht. Wir können mal gucken. Der Hund schnarcht lauter als alles andere. Da singt ja sogar wer. Sehr cool. Okay, wir machen mal lauter. Oh, wieder rausgeschmissen aus dem Menü. Das ist das Lauteste.
Also es ist nicht so, dass dem Kind die Ohren abfallen sollten. Das ist wirklich in Ordnung. Kann man nicht meckern. Bin ich sehr zufrieden schon mal mit. Wir machen mal direkt auf Stopp und gehen mal zurück. Wir hätten jetzt einen Feeding-Timer. Das ist der Fütterungstimer. Ich gehe kaputt. Feeding heißt ja füttern. 2, 3, 4 oder 5 Stunden. Dann könnt ihr sozusagen jetzt hier euch einen Wecker stellen, falls das Kind länger schläft, wann ihr das Kind an die Brust nehmt oder eine Flasche gebt. Das ist ja eine echt coole Sache. Ob man das jetzt wiederum braucht, ist natürlich eine Frage. Dann würde das Ding hier sozusagen piepen. Was muss ich jetzt hier einstellen? Setting? Ob er mich jetzt fragt, wie spät es jetzt aktuell ist, das weiß ich jetzt persönlich nämlich nicht. Ich muss mal gucken, wir machen mal auf 11:22 Uhr. So spät ist es jetzt. Oh, 11:22 Uhr. Und da bin ich mal gespannt, ob dann die Uhrzeit da oben rechts gleich eingestellt ist. Kommt schon, ein bisschen schneller. Und dann müsste ja auch danach der Timer gehen. Okay, das ist nicht die Uhrzeit. Schon mal sehr interessant zu wissen. Wir gehen direkt zurück. Gehen wir direkt nochmal zurück. Ah, jetzt. Ach nee, ich hab's verstanden. Setting heißt um 11:22 Uhr, dann fängt er an zu piepen, weil dann der Fütterungstimer gestellt ist. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja eine geniale Sache. Okay, was haben wir bei Vox noch? Wir können jetzt hier nochmal individuell was einstellen. Okay, da muss ich selbst erstmal nachschauen. Ach, Soundalarm. Ach, Vox ist der Soundalarm gewesen. Das heißt, wenn jetzt ein Schrei. Oder? Hallo, hallo, hallo? Nee, jetzt hat er es noch nicht verstanden. Aber wenn ich den jetzt hier auf höher stelle. On. Nee, da reagiert er auch noch nicht drauf. Muss ich nachlesen. Ich habe es jetzt rausgefunden und zwar ist der Lärm, also der Vox-Modus ist der Empfindlichkeitsmodus. Hier steht das Ganze auch nochmal wunderbar drinne. Je nachdem, wie laut es wird. Jetzt bin ich allerdings hier schon am Sprechen. Das ist anscheinend noch zu leise. Bin mal gespannt. Ah, dann kommt der Alarm. Aber das ist schon auf höchste Stufe der Empfindlichkeit, wie ich das jetzt eingestellt hatte im Vox-Modus. Also da muss es schon wirklich echt laut drinne sein. Hier seht ihr es. Vox-Modus ist drin und den kann ich aber ausstellen jetzt bei mir erstmal. Ich brauche den jetzt nicht. Ich habe, wie ihr schon seht, gerade übrigens die Spracheinstellung auf Deutsch gestellt. Das heißt, wir drücken einfach da drauf. Wir haben Englisch, Französisch, Germany, Deutsch, Spanisch und Italienisch. Machen wir direkt wieder drauf. Und dann können wir noch direkt weiterschauen. Wir machen mal ganz kurz hier das Blende-Ding aus. Da können wir dann endlich Datum und, ja, genau, Tonalarm ist immer noch ein. Habe ich doch eben gerade eigentlich ausgeschaltet, dachte ich. Dann können wir dann Datum und Uhrzeit einstellen. Machen wir mal direkt. So. Uhrzeit ist eingestellt, Datum habe ich auch eingestellt, Temperatur können wir zwischen Grad Celsius und Fahrenheit auch noch durchstellen. Die Bewegungserkennung gucken wir uns später nochmal direkt an. Wir haben noch einen, ah ja, genau, den Tonalarm kriegen wir auch immer im Menü, wie ich jetzt gerade sehe. Machen wir mal ganz kurz diesen jetzt hier, Energiesparmodus. So, den können wir ja anmachen. Jetzt passiert Folgendes, ihr seht schon, die Helligkeit dimmt sich ein bisschen runter, dadurch haben wir natürlich eine längere Akkulaufzeit. So, ihr seht auch, Energiesparmodus an, Akkusymbol wird gelb. Und dann geht der Display immer so nach 10 Sekunden von alleine aus. Ansonsten würde der halt die ganze Zeit durchgehend leuchten. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber das muss halt jeder für sich selbst wissen, wie ihr das Ganze benötigt. So, ihr habt auf jeden Fall die ganzen Alarme, die euch dauerhaft angezeigt werden. Finde ich auch eine schöne Sache. So, Helligkeitseinstellungen. Wir können nochmal direkt hochgucken. Helligkeit ist übrigens ganz niedrig. Das heißt, wir können noch viel, viel heller gehen. Also das ist richtig, richtig hell. Dann wird der Akku natürlich keine Ewigkeit halten. Das muss man auch nochmal so bedenken. Aber man sieht schon, das ist auf jeden Fall eine richtig ordentliche Einstellungssache. Was haben wir noch? Temperatureinstellungen. Oh, der sagt euch sogar, wie warm es in dem Raum sein darf maximal und wie niedrig. Das heißt, wenn ihr vergessen habt, das Fenster zuzumachen, ist das Ganze natürlich schon ziemlich praktisch, dass er euch sagt, wir sind jetzt auf 18 Grad Nachttemperatur abgeflacht und dann kommt auch ein Alarm und bei 40 Grad, gut, da wäre schon ein bisschen was passiert in dem begrenzt auf 0 Grad niedrigste Temperatur und 40 Grad als Höchsttemperatur. Das würde ich definitiv runterstellen von so auf, wie gesagt, ja, mindestens hier in den Bereich von ungefähr, sagen wir mal so 20 Grad oder dergleichen. Übrigens gedrückt halten könnt ihr hier den Knopf nicht, dann passiert nämlich gar nichts. Ihr müsst das Ganze manuell einstellen. Und dann ist die Sache erledigt. So, was haben wir hier? Häufigkeit. Häufigkeit? Achso, wir können zwischen 50 und 60 Hz der Frequenz hin und her stellen, was der Display anzeigt. Dann haben wir noch einmal einen Support direkt, der ist integriert. Und Standardeinstellungen, die ich jetzt hier einstellen könnte. Dann ist alles wieder so, wie ich es von Anfang an haben wollte. Ja, dann gucken wir uns jetzt die Bewegungserkennung nochmal an. Da bin ich übrigens mal sehr gespannt.
So, die Nachtsichtfunktion habe ich gerade unfreiwillig gerade mal getestet. Die sieht jetzt ungefähr so aus. Ist eigentlich gar nicht mal so dunkel da unten, wie man jetzt hier so sieht. Ich habe es jetzt hier mal hingelegt, aber dann können wir direkt mal sehen, wie der Kleine sich da so verhält. Das ist schon mal echt praktisch, dass es so funktioniert. Ich muss noch mal rauszoomen. Das ist sozusagen schon rausgezoomt, habe ich gerade festgestellt. Das wäre hier reingezoomt und das ist rausgezoomt. Und wir können übrigens jetzt auch, wenn wir gedrückt halten, sprechen. Das machen wir mal. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, hallo. Ja, das heißt, wir hören auch jetzt gleichzeitig, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, die Sprache da unten direkt über die Kamera. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie weit wir runtergehen können. Ich habe die Kamera jetzt noch ein Stück abgerückt und wir gehen jetzt einfach mal direkt zwei Treppen hinunter, sodass die Funkstrahlung ja auch durch die ganzen Etagen jetzt durchgehen müsste. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt machbar ist. Das wäre ja dann auch so der sinnvollste Test. Eine Etage drunter, Funksignal ist immer noch da, nach wie vor, also stark genug. Jetzt gehen wir mal ganz kurz einmal hier rüber. Ihr seht ja im Hintergrund, wo ich mich lang bewege. Und alles noch live. Das heißt, selbst jetzt, bisschen mit Verzögerung, aber funktioniert. Wir müssen ja mal sehen, wir haben hier keine Antenne dran montiert. Das funktioniert also sehr gut. Jetzt machen wir mal den anderen Test. Wir gehen mal raus, wie man das so machen würde. Ob die auf die Terrasse im Sommer so raus, um mal zu sehen, wie weit das geht. So, ihr seht nichts mehr. Ich sehe es aber noch. Und selbst das ist kein großes Problem. Mach mal ganz kurz diesen jetzt hier. Ja. Ja, also Empfang ist auf jeden Fall da und das zwischen drei Etagen. Das ist schon mal eine ziemlich feine Sache. Also kann man hier auf jeden Fall gewissenhaft das Ding mit runternehmen, wenn man oben irgendwas überwachen möchte. So, jetzt machen wir mal den folgenden Test und zwar, indem ich jetzt hier gedrückt halte. Horch mal. Ja, komm mal runter. Horch. Ja, komm mal runter. Na komm. Guckt auf jeden Fall. Lässt sich nichts anmerken. Aber funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, übrigens, ob wir jetzt hier die Möglichkeit haben, was mitzuhören. Sagt kein Ton. Mal sehen, ob da doch noch mal was passieren könnte. Ja, horch mal. Komm mal runter, schnell. Komm mal Leckerchen. Happerchen. Die Augen sind auf jeden Fall größer als groß. Lässt sich nichts anmerken. Kommt nicht runter, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das ist echt schon mal ziemlich praktisch. Wenn wir jetzt hier mal eine Rundumfahrt machen, das hat er mitgekriegt. Da guckt er gleich, ganz interessiert. Also eine schöne Sache ist es definitiv. Bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier einmal ringsrum fahre, ob ich dann sehe, dass er halt ja auf Farbe umschaltet. Genau das wollte ich eigentlich noch zeigen. So, und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir einmal ringsrum. Und wir sehen Farbe. Tatsächlich. Also das ist schon mal ziemlich cool, finde ich persönlich. Und dementsprechend war das auf jeden Fall ein guter Test. Reichweite ist phänomenal, da kann man nichts zu sagen. Temperaturanzeige ist auch sehr fetzig. Wir haben sogar einen Wecker drin, wann wir da hingucken sollten. Und wie gesagt, es lässt sich alles durch. Oh, jetzt haut er ab. Es lässt sich alles individuell jetzt hier natürlich damit überwachen, ohne dass ihr WLAN braucht. Ihr braucht keinen Hotspot. Das ist wirklich eine schöne Sache. So, wo ist er jetzt hin? Kamera dreht sich relativ langsam. Oh, da ist er. Ich habe ihn erwischt. Dahin. Ah, jetzt geht die Kamera nicht weiter. Das heißt, ihr könnt nicht 360 Grad ringsrum. Aber wir sehen ihn, den Hund, was er schon wieder für einen Unfug treibt. Ich habe sogar das Getapple gehört. Das ist leider hier, denke ich mal, nicht gut durchgekommen. Aber wir könnten ihn sozusagen identifizieren. Das soll es an der Stelle dann erstmal gewesen sein zu dem kleinen mobilen Endgerät hier. Der VM430 ist auf jeden Fall ziemlich praktisch als ja, Babyphone, Hundephone oder was auch immer. Mit einer guten Reichweite. Gut, die Sichtstabilität vom Display ist jetzt nicht die Welt, aber darauf soll es auch im Endeffekt wahrscheinlich nicht drauf ankommen. Die Akkulaufzeit mit dem über 3000 mAh großen Akku hat es auf jeden Fall in sich. Da kommen wir tatsächlich ein paar Stunden mit aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo hat sie sich hin verzogen? Hallo? Horch? Und jetzt hört man mich auch reden. Das ist also sozusagen die maximale Lautstärke, was das Gerät jetzt hier so durchgeben kann. Da unten steht sie. Ja, dann sind wir soweit mal durch. Und ich mache noch mal ganz kurz den Sprechtest.
Sprechtest jetzt über die Außenanlage. Der kleine Maximilian möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Kleiner Spaß am Rande. Aber ihr seht, das Ding funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und dementsprechend, ja, verlinke ich euch es unten mal in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.